Siehst du irgendwas, was uns helfen könnte, den Vulkan? Ob. Wir reden später weiter. Ruf mich! Oi! Hallo, Zack. Irgendwelche Neuigkeiten vom Autohandel? Willst du die Gunst der Frauen und den Neid der Männer? Natürlich! Erfülle dir deinen Traum mit einem beeindruckenden Auto für deine neue Hupe. Mit eingängiger Melodie, die eigens von unseren ortsansässigen Musikmaestros komponiert wird. OMFG, die will ich! Okay, genug Marketing für heute. Was kostet das Ding? Das steht nicht zum Verkauf. Zugriff verweigert! Tut uns leid. Der Synthotronic Audioverstärker ist exklusiv den Beta-Testern unseres realitätsüberbietenden Spieles vorbehalten. Wie ist es denn gerade so in der Nachbarschaft? Laut! Es hat einen dramatischen Anstieg an Autounfällen mit Beteiligung von Folk-Musikinstrumenten gegeben. Ja, richtig. Diese Woche ist der schottische Polka-Umzug mit 10.000 Leuten in der Stadt. Die schönste Zeit im Jahr. In den Straßen liegen die Akkordeons und Dudelsäcke so dicht gedrängt, dass sie sich stapeln. Wir hassen Dudelsäcke! Wir würden gerne unser Auto pimpen. Wir hätten gerne einen Satz 18er Alufelgen, einen verchromten 6-Ventil-PTX-Kühlergrill, einen Gunther-Regulator mit Doppel-Einspritzpumpe und eine Neon-Unterbodenbeleuchtung, die, hey, Schnullerbacke in Morsezeichen blinken kann. Wir haben nur die Autohupe. Super! Der Synthotronic Audioverstärker ist exklusiv den Beta-Testern unseres realitätsüberbietenden Spieles vorbehalten. Wir hätten gerne ein paar von den attraktiven Abziehbildern. Zerstört einfach seltene Gegenstände auf der Straße. Wenn wir sie für gelungen halten, bekommt ihr zum Gedenken ein kostenloses Abziehbild. Hey Leute, wisst ihr was über die Osterinsel? Lade. Osterinsel wurde 1914 von ehemaligen Mitgliedern der Progressivrockband Asia aus den 80ern gegründet. Die Insel liegt vor der Südwestküste deiner Mami und wird von vielen als der Geburtsort von Fernsehgrößen wie Ryan Seacrest und des amerikanischen Jazz angesehen. Ich sehe, du machst immer noch alle deine Recherchen im Internet. Information will falsch sein! Weißt du irgendetwas über vermisste Personen? Hast du mal auf der Osterinsel nachgeschaut? Die meisten landen irgendwann da. Wie stoppt man einen tobenden Vulkangott? Ich liebe diesen Witz! Schmeiße mich jedes Mal weg! Erzählt uns von dem neuen Spiel, an dem ihr arbeitet. Das ist richtig. Das wird die gesamte Branche auf den Kopf stellen. Ein musikbasiertes Videospiel! Boom! Tut uns leid. Haben wir euch jetzt total begeistert? Klingt lustig. Ich möchte ja nicht angeben, aber meine Fähigkeiten bei Banjo Legend Extreme sind an der ganzen Ostküste recht bekannt. Und ich habe schon Hausverbot in 27 Spielhüllen, weil ich Forbidden Dance Insurrection so gespielt habe, wie die Entwickler das sicher nicht wollten. Das verstehe ich nicht.
Du meinst, Videospiele mit Musik gibt es schon? Game over! Na, wie spielen wir euer Spiel? In einer Welt, in der die Instrumente für Folkmusik überall die Straßen verschandeln, habt ihr einen klaren Auftrag. Zerstört alle Dudelsäcke! Ultimative Dudelsackvernichtung! Müssen wir die Dudelsäcke nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zerstören und bekommen umso mehr Punkte, je besser wir im Rhythmus des Soundtracks sind? Das ist viel zu kompliziert! Das zu berechnen würde einen Arbeitsspeicher voraussetzen, der weit über... Fehler. Dies ist keine Zahl. Zerstört einfach alle Dudelsäcke, um eine niegelnagelneue Autohupe zu gewinnen. Wir hassen Dudelsäcke! Wollen wir unser Spiel spielen? Auf geht's! Hallo, willkommen beim Pimplecar Musikwettbewerb. Es geht darum, über die Dudelsäcke zu fahren, und zwar nur über die... Los, ich will was hören! Achtung! Los! Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, du hast das Pimplecar Audio Boost Zubehör gewonnen! Beeindrucke deine Freunde! Junge, komm bald wieder und spiel mit uns. Aber Sam! Keine Sorge, Max. Das Ding kommt wieder an seinen Platz, bevor wir das nächste Mal cruisen. Hey Glenn, hör dir das mal an. Das ist großartig. Wer hat das komponiert? Bringt ihn mal mit, damit ich Vollzeit mit ihm arbeiten kann.
Ich glaube, er würde es hier nicht mögen. Keine Steckdosen. Naja, auf jeden Fall ist das genau die richtige Melodie für meinen neuen Hit. Los, lasst uns Musikgeschichte schreiben, Jungs. In der Muschel da kann man die Demo hören. Das wird ein Riesending. Kriegen wir einen Credit als Producer? Frag meinen Agenten.